Willkommen zum heutigen Matrixwissen-Interview. Ich habe heute den Träger des Bundesverdienstkreuzes und neuen Präsidenten der Humboldt-Gesellschaft, Professor Dr. Erhard Meyer-Gallo, als Gast. Denn wir sind gerade beide auf einem Immersive-Seminar von Thomas Campbell in England und ich habe Erhard heute Abend ganz spontan gefragt, ob wir vielleicht ein kurzes Interview aufzeichnen können und er hat direkt zugestimmt. Erhard, stell dich doch einfach bitte kurz vor und erzähl uns ein bisschen über dein Doppelleben als Topmanager und Praktizierender der Zen-Meditation sowie über deine beiden Bücher und deine Stiftung. Ja, ich habe also Chemie studiert, weil mich mein Chemielehrer auf dem Gymnasium wahnsinnig fasziniert hat. Und da bin ich freiwillig in die Schule gegangen. Wir haben dann Versuche gemacht, um die Umwandlung von Stoffen aus Atomen und Molekülen Neues zu machen. Das hat mich mal fasziniert, sodass ich gar keine andere Wahl hatte, einen anderen Beruf zu ergreifen. Ich habe da Chemie studiert in Frankfurt, auch promoviert. Und bin dann wie jeder andere Chemiker auch erstmal irgendwo in der Forschung gelandet, bei der Metallgesellschaft. Und habe dann ein großes Glück gehabt, dass ich so nach einem Jahr Berufserfahrung ein ganz tolles Projekt bekommen habe, wo ich die wissenschaftliche Leitung übernommen habe. Das war die Erkundung von Manganknollen auf dem Boden des Pazifischen Ozeans. Weil die Rohstoffreserven knapp werden oder damals auch besonders wurden. Und die Bundesrepublik Deutschland hat gesagt, wir machen also ein Projekt, um diese Manganknollen in 5000 Meter Tiefe auf dem Boden des Pazifischen Ozeans zu erkunden. Dazu wurde ein Hacktrawler umgebaut zu dem Forschungsschiff Valdivia 2. Das ging dann nach Hawaii, nach Honolulu. Ich mit 14 Wissenschaftlern hinterher. Das Schiff war 1200 Tonnen groß, 14 Wissenschaftler, 14 Mann nautische Besatzung. Und dann sind wir südlich von Hawaii ausgefahren, haben dann Fernsehkameras runtergelassen, sogenannte Dredges, um die Manganknollen hochzuholen. Manganknollen muss man sich vorstellen, als würde man einen Sack Eierkohlen auf den Boden schütten und die liegen dann alle nebeneinander in einer Schicht. Die sind besonders reichhaltig in Kupfer, Nickel und Mangan. Das war mein erstes Forschungsprojekt als junger Wissenschaftler. Das war natürlich ganz fantastisch. Daher stammt auch meine erste Führungserfahrung, auf kleinem Raum mit Wissenschaftlern und Seeleuten zusammen zu sein, mit vielen Krisen und Auseinandersetzungen. Das hat mich also dann schon ziemlich fasziniert. Dann zurück nach Deutschland habe ich dann die Verfahren entwickelt, wie man Kupfer, Nickel, Kobalt gewinnt aus diesen Manganknollen. Das Wissen ist alles da, es ist noch nicht genutzt, weil die terrestrischen Lagerstätten immer noch reichhaltige Erze haben und vor allen Dingen die Gewinnungsmethoden so verfeinert wurden, dass man auch niedrighaltige Erze verarbeiten konnte. Aber irgendwann wird das ein Thema werden. Dann habe ich eine normale Laufbahn gemacht in der Industrie. Ich bin immer befördert worden. Stand dann auf dem Boden der Internationalität. Man muss sich mal vorstellen, das war 1969, 1970, 1971. Damals durfte nur der Vorstand der Metallgesellschaft nach USA fliegen oder nach Asien. Und ich war die einzige Ausnahme, denn ich musste es ja. Seit der Zeit hatte ich dann den Ruf, dass ich also international geländegängig bin. Das hat mich mein ganzes Leben lang begleitet in der Karriere. Da gab es nicht so viele Chemiker, die so international geländegängig waren. Hab dann verschiedene Positionen gehabt, war ein karrieresüchtiger Manager, der immer befördert wurde und viel Geld bekommen hat auch für die Beförderung. Und dann wurde ich plötzlich Vertriebsdirektor und hatte von Vertrieb überhaupt gar keine Ahnung. Ich habe dann, wie so Wissenschaftler sind, mich mit Marketing beschäftigt, weil die Firma jede Menge Produkte produziert hat, die keiner brauchte. Und habe ein Seminar gemacht bei Professor Engelhardt, Industriegütermarketing mal in Bochum, sehr bekannter Mann, und saß da in diesem Seminar in der Technischen Akademie Wuppertal und er sprach über Marketing. Und dann kam das wie ein Blitz über mich, ich habe gesagt, das ist mein Ding. Alles im Unternehmen hört auf den Markt, alles hört auf die Kunden. Forschung, Produktion, Vertrieb, Entwicklung, alles. Ich dachte, das geht bei uns ja genau andersrum. Ja, wir entwickeln was, wir produzieren was und wir versuchen das dann zu verkaufen. Nun muss man schon sagen, es ist in der Chemie verständlich, dass man sehr lange Widerstand betrieben hat gegen Marketing-Issues wie in der Konsumgüterindustrie oder in der Pharmaindustrie, weil in der Chemie gibt es jede Menge Erfindungen, die sind einfach aus der Chemie-Imagination entstanden. Also PVC, Polyethylen,
Styrol und was auch immer, basierte auf Erfindungen von Karl Ziegler am Max-Planck-Institut in Mülheim. Der hat Katalysatoren entwickelt und damit konnte man diese Kunststoffe machen. Und dann haben wir Chemiker überlegt, was machen wir damit? Was machen wir da draus? Mich hat das immer an die Geschichte erinnert von Tucholsky. Der hat eine Kurzgeschichte geschrieben, die heißt Der Nihilit. Da gab es also einen Chemiker, der hat eine Substanz entwickelt, die konnte keiner gebrauchen. Und dann hat er diese Substanz Der Nihilit genannt. Das hat mich ganz besonders fasziniert und erinnert an meinen Vorgänger, der hat alle möglichen Sachen produzieren lassen, die lagen dann auf dem Hof. Also ich wurde dann Marketing-Autodidakt mit großer Faszination. Sodass also die Internationalität, das Chemiewissen und auch Marketing meine Treiber waren für weitere Karrieren. Ich wurde dann befördert in Geschäftsführungen und auch ein bisschen Vorstände hinein. Und fand das alles ganz toll, habe gedacht, das ist ein tolles Leben, ich verdiene viel Geld und ich werde anerkannt und alle machen das auch so. Ich arbeite wie verrückt, am Wochenende ruhe ich mich dann aus und am Montag geht es wieder los. Und für mich war das völlig normal. Und dann passierten zwei Schicksalsschläge. Meine erste Ehe ging kaputt und ich wurde aus dem Vorstand entlassen. Also nicht, weil ich schlecht war, sondern weil ich uneinsichtig war bei manchen Dingen, die ich einfach nicht machen konnte, weil ich sie nicht übers Herz gebracht habe. Und dann war ich arbeitslos und habe also in das Nichts geschaut. Und damals war es eben auch so, dass wenn man mal im Vorstand war, gab es so schnell keine andere Stelle bei anderen Unternehmen. Die haben alle ihre Führungspositionen aus eigenen Reihen besetzt. Nicht so wie heute, da wird ein Headhunter beschäftigt und der sagt dann für neue Leute. Das gab es gar nicht in der Chemie. Mir war völlig klar, ich bin out. Ich habe gedacht, was machst du da? Der Köhnlechner war damals ganz berühmt mit seiner, als Heilpraktiker, der war ja bei Bertelsmann der Chef. Da habe ich gesagt, sowas mache ich auch. Und fahre Taxi und backe Pizza und alles mögliche. Also ich hatte wirklich eine aussichtslose Situation. Und in dieser aussichtslosen Situation hat meine Schwester, die ist eine sehr bekannte Yogalehrerin in Deutschland, auch heute noch, gesagt, du gehst jetzt zu Karl-Fried Graf Dürkheim nach Todtmoos-Rutte. Dürkheim war damals Anfang 80, war ein Weiser, der stand auf den Säulen Zen-Buddhismus, Tiefenpsychologie von Carl Gustav Jung und christliche Mystik von Meister Eckhart. Ich war in der ganzen Verzweiflung nach der Kündigung natürlich hoch angeschlagen und wusste gar nicht, wie ich meine Familie ernähren sollte. Ich kam in den Raum rein, er kam gerade von der Reha, der hatte eine Herzoperation. Und dieser alte Mann hat mich dann als Manager sowas von vorgeführt. Er sagte zum Beispiel, guck mal die Rose an auf meinem Schreibtisch. Ich gucke die Rose an und zwei Sekunden später gucke ich ihn an. Dann sagt er, guck die Rose an, sonst nichts. Ich gucke die Rose an und gucke zum Fenster raus. Da sagt er, du willst ein Manager sein? Du kannst ja gar nicht das machen, was du entscheidest. Du bist ja eine Wurst. Du bist ein Halm im Wind. Ja? Was bist du denn für ein Typ? Solche Typen hatte ich schon mehrere hier. Also da gingen bei ihm in Todtmoos-Rutte gingen viele hochkarätige Manager ein und aus. Auch von der NASA, wie ich weiß. Und dann stand er auf, streckte seinen Arm aus und sagt, drück den mal runter. Und das habe ich nicht geschafft. Ich habe immer 90 Kilo da dran gehängt. Ich hatte keine Chance. Dann haute der mich vor den Bauch und schrie, Harra! Und da habe ich gesagt, ja, was ist das? Ja, Harra ist das, mit das Zentrum. Japanisch, Harra. Sagt er, ich bin bald umgefallen. Du bist ja gar nicht in deiner Mitte. Und deswegen kannst du auch gar nicht das machen, was du entscheidest. Hast du noch nicht kennengelernt. Ich sagte, nee, wie geht das? Sagte er, ja, das erkläre ich dir jetzt. Und heute noch in Rütte werden die Methoden von Dürkheim angewendet. Das ist die Zen-Meditation, das ist das Bogenschießen, das ist Tanz, das ist Leibarbeit, das ist geführtes Zeichnen. Also alles Methoden, die aus diesen Wurzeln kommen, wo Menschen hinkommen in großer Lebensnot, in großen Krisen und dann Methoden an die Hand bekommen, um selbst zu erkennen, dass sie aus ihrer Mitte rausgeflogen sind. Ja, dann habe ich angefangen zu meditieren, Zen-Meditation, also eine gegenstandslose, absichtslose Meditation, die für mich idealerweise das absolute Kontrastprogramm war zum Top-Manager. Angefangen, aufgehört, und so weiter.
Dann, als er starb, habe ich glücklicherweise einen neuen Lehrer gefunden, Williges Jäger, war damals in Würzburg, ist heute noch eigentlich mein Lehrer, obwohl er immer gesagt hat, du bist Dirk Hamm Schüler. Ich bin nur ein Wegbegleiter auf deinem kleinen Weg. Und er sagte mir dann auch, du musst einfach nicht nur die aussichtslose Situation deines Lebens annehmen, sondern du musst eintreten in die aussichtslose Situation. Und das ist noch was ganz anderes. Ja, ich habe sie angenommen. Und dann hatte ich die Gelegenheit, einen Vortrag zu halten bei den Baden-Badener Unternehmergesprächen. Das ist ja die Institution, wo die Firmen alle Young Professionals hinschicken, die Karriere machen sollen. Ich habe da nie als Schüler teilgenommen, so als, nur als Referent. Und habe einen flammenden Marketing-Vortrag gehalten. Und dann kam Günter Winkelmann, der war Vorstandsvorsitzender von Stennis, schon pensioniert und war Moderator dieser Baden-Badener Runde damals, kam in der Kaffeepause zu mir und sagte, du musst zu Stennis kommen. Da habe ich gesagt, wer ist Stennis? Größte Unternehmen aller Zeiten. Hugo Stinnes hat 600.000 Beschäftigte. Das hat dann auch geklappt. Ich wurde ruckzuck da eingestellt, kam in den Vorstand der Brenntag, später in den Vorstand von Stinnes. Und die Zen-Meditation hat mich eigentlich immer begleitet. Dann habe ich sie beständig gemacht. Ich war dann in Retreats bei Williges Jäger, immer mal eine Woche, einmal auch 4 Wochen. Weil mein Lehrer schon gemerkt hat, dass ich immer in der Woche auf die Glocke warte, nach 25 Minuten. Und die Retreats fangen ja um 5 Uhr morgens an, bis abends um 10. Mit Pausen immer dreimal 25 Minuten. Und wenn man das noch nicht so gut kann, dann wartet man auf die Glocke und leidet und alles tut weh. Und er merkte das auch. Und eigentlich wollte ich auch abhauen. Und ich habe ein Erlebnis, das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, Leben im goldenen Wind. Da bin ich mal nach Würzburg gefahren zu einem Wochenretreat. Und plötzlich sah ich Rasthof im Spessart auf der Autobahn. Ich biege ab, ich wusste gar nicht, wer das war, der da abbog. Ich bog ab, ging rein in die Gaststätte, bestellte einen Pils und einen Schnaps. Und hab die getrunken und bin wieder nach Hause gefahren. Und meine Frau sagt, was machst du denn hier? Ich denke, du meditierst. Ich sage, ich konnte es nicht. Ich konnte es. Und da wurde mir völlig klar, das war mein Ego. Das Ego konnte überhaupt nicht es gut leiden, dass ich meditiere und versuchte, unabhängig von meinem Ego zu werden, sondern ich wollte der Regisseur sein und hat dann sich gewehrt und war stärker als ich. Da habe ich gesagt, das passiert mir nie mehr wieder. Ich war dann auch mal 4 Wochen da, weil ich in den Wochen, in der einen Woche immer so Sehnsucht hatte, abzuhauen. Und ich muss sagen, ich konnte bis dahin nicht verstehen, dass jemand im Kloster lebt. Wenn man 4 Wochen da ist, verliert man jede Fluchtgefahr. Das war mir völlig egal. Ich war sowas von glücklich. Ich hatte Aufgaben da. Ich war einmal Nachtwächter. Dann habe ich der Küche geholfen. Da habe ich Toiletten sauber gemacht. Und man muss ja alle Arbeiten annehmen. Das hat mich sehr geprägt. Und ich war ja dann auch wieder nach der Aussichtslosigkeit im Business gelandet. Und dann ging meine Karriere eigentlich erst richtig los, weil ich dann Zen-Mann war. Ich habe völlig anders geführt. Ich habe eben auch verstanden, dass alle anderen und ich, wir alle miteinander verbunden sind. Und bin mit den Menschen ganz anders umgegangen. Und es ging dann immer weiter bis zum Vorstand bei der Feber. Da war ich Vorstandsvorsitzender von Hoels und von Stennis. Und keiner konnte richtig erklären, warum dieser Meier gerade da so viel Erfolg hat. Alle Leute wollten bei mir arbeiten. Wir hatten unheimlich viel Spaß. Wir haben Dinge möglich gemacht, die kann sich gar keiner vorstellen. Ich habe dann als Chef von Hüls einen schweren Sanierungskurs gefahren, aber ich habe mir gesagt, ich mache das nicht so wie die, die nur abbauen und schlachten und Leute rauswerfen und Kosten sparen, sondern ich muss mit meiner neuen Überzeugung, die durch Zen geprägt war, erkennen, ich muss das Immunsystem des Unternehmens stärken. Wir haben auch Vorwärtsstrategien gemacht. Wir haben die Leute gewonnen, wir haben die besten Leute gewonnen. In 2 Jahren hatten wir die Firma dann auch gedreht. Und während dieser Zeit habe ich nicht über meine Meditationserfahrung sprechen dürfen und können. Das war mir völlig klar, das war out. Denn ich war sehr erfolgreich und hätte ich über Meditation und die Ergebnisse gesprochen, dann hätte man gesagt, ach, der Mayagala, das ist der Esoteriker. Oder vielleicht ist er sogar Scientology. Und es
Ich bin also zweimal rausgeflogen. Das einmal war aus einem Vorstand, wo ich auch uneinsichtig war. Das war bei Goldschmidt in Essen. Und als ich dann 56 war und bei Faeber der Kurs ausgegeben wurde, wir verkaufen alles, bis auf Energie. Also alle Töchter wurden verkauft. Man hörte eben auf die Unternehmensberater und den Investmentbanker. Die haben gesagt, get big or get out im Strom. Und da bin ich völlig dran verzweifelt. Ich habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Wie kann man sowas machen? Also ich habe mich gewehrt und bin dann rausgeflogen. Mein Chef hat gesagt, du bist mein bester Mann, ich will gar nicht, aber wenn du uneinsichtig bist, dann fliegst du raus. Ich habe dann meine Frau gefragt, habe ich gesagt, was soll ich machen? Wenn ich jetzt gerade ausfahre, bin ich mit 56 Jahren frei. Das habe ich dann gemacht. Und dann, nachdem ich dann draußen war, ich glaube, es war die Wirtschaftswoche, habe ich ein Interview gemacht und habe dann dekouvriert, was ich eigentlich bin, nämlich ein Zen-orientierter Manager. Und dann haben natürlich alle gesagt, wir wussten immer schon, der war etwas strange. Das konnte ja keiner verstehen, du kannst Zen nicht verstehen, du kannst Zen nur erfahren. Ja, dann war ich also mit 56 frei, habe dann noch ein paar Jahre für Private Equity Firmen gearbeitet, bis mir also das Number Crunching und die Gewinnoptimierung also wirklich sehr quer ging und habe dann aufgehört. Also ich war meditationsorientiert, Weisheitslehren orientiert. Ich habe mir auch andere angeguckt und für mich war die Zen-Meditation sehr wichtig, die praktiziere ich noch bis heute. Aber ich war infiziert durch Durkheim, denn der stand nicht nur auf spirituellen Weisheiten, sondern auch auf der Tiefenpsychologie von C.G. Jung. Und als ich so in den spirituellen Kreisen mich bewegte, merkte ich auch, dass doch in Krisensituationen auch angeblich spirituell Gereifte ganz anders sich verhielten, wenn sie unter Druck kamen. Und auch teilweise richtig eigenartig werden konnten. Andere Menschen auch dann schlecht behandelt haben, Egoisten plötzlich wieder wurden. Und war mir völlig klar, dass die eigentlich ihren Schatten noch nicht integrieren konnten. Also die dunkle Seite der Person. Wir sind ja beides. Wir sind ja gut und böse in einem. Die Frage ist, wie man das Böse, die dunkle Seite integriert. Und da gibt uns Carl Gustav Jung die Antworten in der Tiefenpsychologie. Ich habe dann mir einen Lehrer gesucht, Walter Schweri in Bern war Jungschüler. Und habe 10 Jahre eigentlich bei ihm Tiefenpsychologie gelernt. Gelesen, Jung gelesen, die Jungschen Methoden angewendet. Die Auffassung von Jung basiert ja auf einer tiefen Psychologie, die sich sehr intensiv mit der Individuation beschäftigt, also dem Reifwerden der Person, Person von Personare, das heißt durch Tönen, das also wie in der griechischen Tragödie, wo die Schauspieler Masken aufhaben, der Geist der Götter durch die Maske durchtönt und dem Volk erzählt, was die Götter wollen. Das heißt, es ging ihm darum, auch mit dieser Metapher auch Durkheim zu zeigen, Person bist du eigentlich erst dann, wenn deine Maske, die immer nach außen schön aussieht, die du aufhast, damit die nicht merken, die anderen Menschen, was du für dunkle Anteile hast, wenn die durchlässig ist für das Spirituelle, für den Geist oder wie immer du das nennst. Können wir ja auch Brahman nennen oder Yahweh oder wie die Quantenphysiker sagen, Hintergrundfeld. Oder wie Tom Campbell sagt, Larger Consciousness System, was ich dann später gelernt habe. Also ich habe erkannt, dass es sehr gut ist, wie Durkheim das mir vorgelebt hat, spirituelle Praxis mit tiefen psychologischer Praxis zu vereinen. Das habe ich dann intensiv gemacht. Zur jungschen Individuationstherapie gehört eben auch Traum. Wir träumen alle. Wir beschließen aber nicht, uns zu erinnern. Also erinnern wir uns auch nicht. Aber der Traumregisseur sagt uns sehr viele Dinge, die für unser Leben ganz wichtig sind. Es gibt auch den Gegenspieler im Traum, beides kennen wir. Also Traum war für mich wichtig. Dann war für mich ganz wichtig die Methode bei Jung der aktiven Imagination, wo du in einem meditativen Zustand 10 und dann nochmal 10 Treppen runtergeführt wirst. Dann öffnet sich eine Tür, du gehst in einen Raum hinein und dann passieren Informationen über Bilder. Du kriegst also Informationen, aktiv heißt das, du kannst dann mit den Bildern kommunizieren. Ich sag mal, es erscheint ein Ritter. Ja, sagst du, was willst du mir sagen? Manchmal kriegst du eine Antwort, manchmal nicht.
Die Bilder gehen dann wieder im Film immer weiter und zum Schluss kannst du aus dieser Sequenz der Imagination sehr, sehr viel für dich erkennen, was aus deinem Unbewussten kommt, was unbedingt bewusst werden kann. Also jung geprägt bin ich sehr. Und ich muss sagen, wenn man sich mal vorstellt, dass Carl Gustav Jung zwischen 1913 und 1916 seine Tagebücher geschrieben hat, die sogenannten schwarzen Bücher, und daraus dann das wichtige rote Buch gemacht hat, in einem großen roten Ledereinband, alles handgeschrieben mit ganz wundervollen Zeichnungen, wo er alles aufgeschrieben hat, was er geträumt hat, imaginiert hat, was er erfahren hat, auch in über 30-jähriger Praxis in der Psychiatrie in Zürich, in Burghölzli. Und als das dann fertig war, hat er gesagt, das kommt in den Tresor. Wenn einer das liest, halten die mich für verrückt. Das hat mich schon sehr daran erinnert, an meine Business-Karriere, wo man gesagt hat, der Meier Gaul ist verrückt, wenn ich das gesagt hätte. Also habe ich es auch nicht gesagt. Er hat das rote Buch und die Klatten in den Tresor verpackt. Und es ist Herrn Shamdasani, ein Engländer, gelungen, die Erben zu überzeugen, dass die vor 7, 8 Jahren die Bücher rausgerückt haben. Und er hat daraus das rote Buch gemacht. Das ist jetzt ein paar Jahre in den USA im Markt, ein paar Jahre in Deutschland im Markt. Läuft in den USA hervorragend. Es ist ein richtiger Hype über Carl Gustav Jung, der auch viel in den USA gewirkt hat. Interessanterweise belebt sich da gerade auch die Gnosis. Und wir machen auch Symposien im Rütte über das Rote Buch. Das ist eine ganz große Bereicherung. Diese beiden Richtungen, Zen-Meditation und C.G. Jung, habe ich dann immer wieder praktiziert und habe eben Jahr für Jahr auch immer mehr gelernt, völlig anders zu führen. Und habe auch so eine Karriere gemacht, bis ich manche Dinge einfach nicht mehr machen konnte. Ich meine, es ist ja so, ich erzähle die Geschichte ganz gerne im Rahmen meines Ethikbuchs. Business Ethik 3.0. Es ist ein großer Unterschied, wenn du in einen Supermarkt gehst und klaust nicht, weil da eine Kamera ist. Dann mag das moralisch akzeptabel sein, aber es ist ethisch überhaupt nicht gut. Wenn du aber in einen Supermarkt gehst und du klaust sowieso nicht, obwohl keine Kamera da ist, dann ist das ethisch und moralisch gut. Und das ist ein großer Unterschied. Aber zum Buch komme ich vielleicht gleich noch. Ich habe dann meditiert, ich bin nicht erleuchtet, aber ich entwickle mich da ständig immer weiter in einen Zustand der Meditation, der ist einfach schön und daraus resultiert auch sehr viel. Aber ich habe im Zen-Buddhismus auch gelernt, alles muss mit Absichtslosigkeit passieren. Und dann hat eine Freundin von mir, die Inge Kahler, die du ja auch kennst, gesagt, du musst jetzt bist du reif für Thomas Campbell. Da habe ich gesagt, wer ist Thomas Campbell? Ja, dann sind wir nach Frankfurt gekommen, da haben wir uns dann ja auch zum ersten Mal getroffen, zu dem Einführungsseminar und letztes Jahr in Frankreich zum Immersive Training. Und ich habe natürlich das Buch gelesen, aber besser sind die Übungen, die wir hier machen. Und da ist der Schritt, den Entwicklungsschritt, den ich vollzogen habe von der Jungschen Auffassung und von der Zen-Auffassung zu Campbell, war der, dass ich bei Thomas Campbell gelernt habe, wenn du in einem meditativen Zustand bist, vom intellektuellen Level zum Being-Level, wie Tom das sagt, dann bleibst du eigentlich bei vielen Meditationen da stehen und sagst, das ist very nice. Aber Tom sagt, dann kannst du anfangen, daraus zu arbeiten, von diesem Level. Das war für mich völlig neu. Ich habe das schon mal gehört bei Ulrich Warnke, bei dem ich auch sehr viele Seminare gemacht habe, ja, Biochemiker und auch sehr, sehr weiser, der gesagt hat, nicht nur meditieren, sondern leg dich mal hin, sodass dein Kopf 30 Grad vom Boden sich entfernt und dann bist du im idealen Zustand, damit deine Zirbeldrüse aktiv wird und auch Thalamus und limbisches System und dann kannst du auch Fragen stellen und du kriegst auch Antworten. Das war so ein Vorläufer. Warnke war so ein Vorläufer nach Zen auf dem Weg zu Thomas Campbell. Und Tom bringt uns ja bei, dass wir durch die Binaural Beats mit dem Delta, der Delta-Frequenz von 4 Hertz, wo das Corpus Callosum dann schwingt, in einen Zustand des Being-Levels kommen, von wo wir aus dann Fragen stellen können, arbeiten können, telepathisch tätig sein können, Diagnose und Heilung versuchen können. Remote Viewing ist nicht so sehr wichtig für mich.
Aber für mich ist ganz wichtig, dass ich von diesem meditativen Zustand, in den ich sehr schnell komme, auch vielleicht durch meine Zen-Meditation, das geht ruckzuck, Fragen stellen kann. Ich kriege Bilder als Antworten. Und das praktiziere ich dauernd, also fast täglich. Nicht immer mit den Beats, die Binaural Beats brauche ich manchmal gar nicht, sondern ich entscheide das und dann bin ich in dem Zustand. Und da kriege ich viele Antworten, die mein heutiges Leben also auch wertvoller machen und mich in die richtige Richtung bringen. Parallel zu Campbell habe ich dann noch Roger Nelson gelesen, Princeton-Professor, Der Weltgeist, jetzt das neue Buch. Die beiden sind sich ja sehr ähnlich. Ich habe gerade auch mit Tom über Roger Nelson gesprochen, wo mich fasziniert hat, dass ein Physiker eben festgestellt hat, dass ein Zufallsgenerator reagiert und anders reagiert, wenn aus seinem Bewusstseinsfeld Impulse kommen, beispielsweise als Diana im Tunnel starb oder als Götze das Tor geschossen hat. Oder bei 9/11. Und zwar interessanterweise da 4 Stunden, bevor der Jet in den Tower flog. Oder die schöne Story, wie man aus schlechtem Wein guten Wein machen kann durch eine Meditation. Das ist ja auch ein sehr schönes Kapitel. All die beiden, Roger Nelson kenne ich nicht, er leitet ja das Global Consciousness Project, vielleicht lerne ich den mal kennen, aber jetzt bin ich bei Thomas Campbell. Und nach dem Buch Leben im goldenen Wind, das ist 5 Jahre alt, hat mein Freund und Helfer für das Englische meines englischen Buchs Living in the Golden Wind mir gesagt, you got to write a book for the young people. Du hast die ganze Business-Erfahrung, du bist Zen-Mann, du machst Tiefenpsychologie, jetzt bist du auch noch da bei Campbell, schreib doch mal ein Buch für die jungen Leute. Und da mich die Unmoral der Wirtschaft, wenn ich sie jeden Tag in den Medien sehe, so belastet als ehemaliger CEO, hatte ich dann beschlossen, vor 2 Jahren ein Buch zu schreiben über einen neuen integralen Ethikansatz. Nach einem Teil des Manuskripts habe ich dann meinen Sohn Patrick gefragt, wie soll denn da der Titel so heißen? Da hat er gesagt, das muss so ein digitaler Titel sein und ein globaler Titel sein. Nenn das doch Business Ethik 2.0 oder sowas ähnliches. Und dann habe ich recherchiert. Das Buch heißt ja 3.0. Also Business Ethik 1.0 ist eine Business Ethik, die wurde so vor 30, 40, 50 Jahren entwickelt, wo Firmen Verteidigungsstrategien aufbauen. Wie verhält man sich, wenn wir die Umwelt verschmutzen, wir werden angeklagt? Ja, wie verteidigen wir uns taktisch geschickt? Das ist natürlich nicht von Dauer. Danach kam Business Ethik 2.0, auch in der Literatur. Das ist ein Ethikansatz, der setzt an, dass wir sagen, wir müssen unsere Führungskräfte schulen, wir müssen Ethik-Guidelines aufsetzen, wir müssen ermahnen, dass wir alle ethisch einwandfrei sind, wir müssen das nach außen kommunizieren mit einer PR-Agentur. Naja, also wir entstehen in einem Unternehmen Ethik-Guidelines. Der Vorstand sagt an der PR-Agentur, mach mal ein paar Ethik-Guidelines. Ja. Die haben ja selbst manchmal mit Ethik und Moral wenig zu tun. Und dann entstehen Ethik-Guidelines, die so gut aussehen. Das ist wieder die Maske, ja, die man aufhat, auch als Business Manager. Die sieht also so ganz schön aus, als gut Mensch, aber innen drin ist alles ziemlich eigentlich marode. Und im Laufe des Buchkonzepts habe ich also schon festgestellt, dass die Attitüden vieler Manager heute, die unmoralisch sind, eigentlich die Attitüden von Kindern sind. Ich habe dann den Ausdruck geprägt, viele sind ja Kinder in Business Suits, in dunklen Anzügen. Das hat also der Epoch Times neulich sehr gut gefallen, wo ich vor 4 Wochen auch ein Interview gemacht habe. Das war dann auch die Headline. Das Deutsche ist schon im Netz, das Englische kommt jetzt noch. Es sind typische Verhaltensweisen von Kindern. Ja. Ich nehme dir das ab, das kann ich jetzt gut gebrauchen. Und wenn du dich wehrst, dann haue ich dir die Schippe auf den Kopf und so. Ja. Dann kam der Volkswagen-Skandal. Und ich habe mich mit der Frage beschäftigt, warum verhalten Individuen sich plötzlich unmoralisch? Und die Erklärungen liegen alle bei Carl Gustav Jung auf dem Tisch. Und so entstand das Buch Business Ethik 3.0. Die neue ist in Englisch, The New Integral Concept of Business Ethics from the Perspective of a CEO. Ich war ja CEO. Und es ist schon ein Unterschied, ob nun ein Ethikprofessor so ein Buch schreibt, was dann keiner in der Wirtschaft liest, oder ob ein ehemaliger CEO das schreibt. Also das ist mein USP, Unique Selling Proposition.
Das, was ich so sage und schreibe, kann man nicht so leicht wegwischen. Ich habe das ja gemacht. Ich habe auch in den Firmen, die ich geleitet war, hatte, danach gearbeitet und danach gehandelt. Und wir waren sehr erfolgreich. Also das geht. Das ist kein theoretisches Modell, das geht. Und Business Ethik 3.0 ist ein Student Textbook im De Gruyter Verlag, also ein sehr renommierter Wissenschaftsverlag. Und das kann gekauft werden von den Universitäten für eine Campus-Lizenz von 350 Euro. Dann können alle Studenten an der Uni das kostenlos downloaden. Daneben gibt es natürlich das Print- und E-Book auch noch. Das ist im Mai letzten Jahres rausgekommen. Läuft ganz gut. Und ich habe ja dann, ich habe das ja vorhin auch schon erzählt, Thomas Campbell gebeten, ein Vorwort zu schreiben. Also er war der Dritte, den ich gefragt habe. Der Erste war der Dalai Lama. Und ich hatte wirklich gute Connections zu seinen Buddies, aber der hat das einfach nicht gemacht oder die Assistenten haben das kaputt gemacht. Dann habe ich eine ganz enge Beziehung zum Königreich Bhutan. Das ist mein großes Sozialprojekt mit Pro Bhutan e.V. Bauen wir seit 25 Jahren an einem Krankenhaus. Da haben wir heute 100.000 Patienten in Punaka. Die Hälfte wird tibetanisch behandelt, die andere wird westlich behandelt. Und der Premierminister hat mir versprochen, dass er ein Vorwort schreibt, wenn ein Kapitel über Gross National Happiness da drin vorkommt. Das habe ich dann auch gemacht. Er hat aber auch kein Vorwort geschrieben. Also ich brauchte einfach so einen Mann wie die beiden erwähnten. Und dann der dritte Zielperson war dann wegen unserer Seminare Thomas Campbell. Und ich habe dann. Ich habe es vorhin ja erzählt, Tom gefragt, ob er denn nicht dann Vorwort schreibt. Also, habe ich noch nie gemacht und habe keine Zeit und will ich auch nicht. Also, er war eigentlich die ganzen Tage in Frankreich bei unserem Seminar very reluctant. Und dann hat er zum Schluss gesagt, schick mir doch mal das PDF-File, das habe ich auch gemacht. Habe ich gesagt, du brauchst nur das Inhaltsverzeichnis zu lesen, it's great. Also dann habe ich natürlich dann gelernt, wie man also kommuniziert von Bewusstsein zu Bewusstsein über das Being-Level und natürlich habe ich dann seine Methode angewendet, um ihn zu beeinflussen, dass er ein Vorwort schreibt, ohne dass er es wusste. Ich komme nach Hause 3 Tage später, schickt er mir eine E-Mail mit einem Blurb. Ich habe erstmal überlegt, was ist ein Blurb? Ein Blurb ist so eine Sprechblase. Er dachte, das ist so hinten auf dem Cover oder so. Und er hat ein wunderbares Vorwort geschrieben. Ihm hat das schon gefallen, weil ich da geschrieben habe. So einen aus dem Business hat er wohl noch nicht kennengelernt. Und er hat eigentlich dann ja gesagt, so fängt das an. Die erste Seite im Buch ist jetzt Thomas Campbell. Business Ethic is an Oxymoron. Ich habe überlegt, was ist denn ein Oxymoron? Ja? Also ein Oxymoron ist ein in sich selbst widersprüchliches Wort. Business und Ethik, das geht gar nicht, meint er. Er sagte dann, aber es ist ein guter Ansatz, vielleicht schafft er hat das jetzt zu beweisen, dass es kein Oxymoron ist. Und wenn ich mir das so angucke, was er so geschrieben hat, das könnte ja vielleicht eine Chance sein, dass sich doch was in der Wirtschaft vielleicht dann doch ändert. Also er hat das dann wirklich gemacht. So hat Thomas mir dann geholfen. Und über dieses Buch spreche ich jetzt auch viel. Aber ich habe noch keinen Auftrag aus der Wirtschaft bekommen bis jetzt. Weil offensichtlich kein Unternehmen bis jetzt mich als Speaker haben wollte, um dann einen zu hören, der früher Kollege war, der dann sagt, also eigentlich läuft jetzt so viel unmoralisch, aber ich sage euch jetzt, wie es besser geht. Also ich glaube, das hat man nicht so gerne. Also ich weiß nicht, ob das auf mich zukommt. Ist auch egal, es ist in der Welt und ich bin zufrieden, nach dem Leben im goldenen Wind jetzt dieses Buch als Baby in die Welt gesetzt zu haben, Business Ethik 3.0. Kommt auch bei Google schon relativ gut an und läuft auch so ganz gut. Und jetzt habe ich letzte Woche auch, manches geschieht ja einfach so, den zweiten Preis gewonnen bei dem Book Award der Humanistic Management Association in den USA. Das ist wirklich eine High-Ranking-Organisation. Also ich bin zweiter Preis mit noch 2 anderen. Wir waren im Finale. Und das ist schon eine tolle Auszeichnung. Das ist auch schon im Netz. Das hilft vielleicht auch, dass die Manager vielleicht in meinem Sinn wachsen, mit den Menschen anders umgehen, sich mehr um die Umwelt kümmern, sich mehr in dem Sinne auch um Nachhaltigkeit kümmern, was mir sehr wichtig ist. Weil das habe ich von Dürr gelernt. Der Dürr hat gesagt, für mich ist Nachhaltigkeit eigentlich nicht das, was heute so immer gesagt wird.
Das ist interessant. Es gab, er hat mir das erzählt, authentisch. Als die Wende in Deutschland war, 1990, trafen sich westdeutsche Wissenschaftler. Und da haben sie viele Themen besprochen. Und da kam auch die Frage auf, wie nennen wir denn Sustainability in Deutsch? Bis 1990 sprachen wir in Deutschland nur von Sustainability. Und dann sagte der Forstwirtschaftsprofessor, nennt das doch wie wir, wie Karl von Carlewitz 1700 so und so viel gesagt hat, wir nennen das Nachhaltigkeit. Und dann waren alle der Meinung, wir nennen das Nachhaltigkeit. Und dann sagte Dürr, das ist mir zu wenig. Wenn wir als Menschen eingreifen in die Umwelt, müssen wir mit den Fähigkeiten, die wir haben, den Status quo besser machen, als er vorher war. Nicht zufrieden sein, wenn wir den Status quo dann wiederherstellen. Also nicht einen Baum abhacken und neu pflanzen. Und er sagt, deswegen gefällt ihm die Definition von Nachhaltigkeit besser, wenn man das nennt, das Lebende lebendiger werden lassen. Das ist eine ganz tolle Definition, weil das ist im Sinne der Evolution, das ist im Sinne von Wachstum, innen und außen. Das ist auch ganz im Sinne von dem, was Tom Campbell sagt, ja? Dass du Fragen stellst und du die Antworten bekommst, wenn du im Einklang mit der wachsenden Evolution bist und einen positiven Beitrag leistest, das Lebensprinzip von allem lebenswerter machen und lebendiger machen. Danach habe ich auch geführt. Also man kann sich schon vorstellen, es ist ein Unterschied, wenn man das wirklich lebt. Es kommt ein Mitarbeiter in dein Büro und hat irgendwelche Fehler gemacht, gravierende Fehler gemacht. Ob man den jetzt autoritär zusammenfaltet oder ob man im Kopf hat, ich mache sein Leben lebendiger, sein Lebensprinzip. Das habe ich dann immer wieder versucht. Da kannst du dir vorstellen, dass der ganz anders aus dem Büro rausgeht. Da brauche ich gar nichts mehr zu machen. Der löst die Probleme. So habe ich dann auch geführt. Und Dürr hat mir auch gesagt, und trag du das in die Welt als Business Manager, das Lebende lebendiger werden lassen. Ja, das ist die Situation, dass leider ist Dürr gestorben vor 3, 4 Jahren. Leider ist mein tiefenpsychologischer Lehrer gestorben. Und ich habe immer gesucht nach einem neuen, weisen Alten. Das war eine Sehnsucht von mir, immer einen weiseren Alten zu haben, wo ich als Student tätig sein kann. Den habe ich dann nicht gefunden, aber ich habe eine weise Frau gefunden, die Jungianerin ist in Stuttgart, die Christiane Lutz. Da setze ich meine tiefenpsychologischen Studien fort und sie ist sehr konzentriert auf Kinderpsychologie im jungschen Sinne und Märchen und antike und ägyptische Mystik. Und wenn wir dann Träume besprechen und die aus diesem Fundus schöpft, ist das überwältigend für mich. Und ich mache auch mit die aktive Imagination. Also ich bin jetzt in einem neuen Lernprozess, tiefenpsychologisch nach jungscher Sicht, von einer Kollegin, kann man fast schon sagen, was mich also sehr bereichert. In der Meditation ist eigentlich weniges immer noch mein Lehrer. Der ist zwar schon zurückgetreten und seine Nachfolger machen das, aber wir haben engen Kontakt. Und in Rütte machen wir, wie gesagt, Seminare, entweder über das Rote Buch. Oder was ganz Neues, wir malen. Also mein Volksschullehrer hat immer gesagt, du kannst gar nicht malen, wie das soll ein Pferd sein, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und dann habe ich einen Freund von mir, den Hans-Peter Münch, bekannter Maler aus Ettlingen, der sehr gut im Markt beschäftigt ist, gefragt, ob er denn nicht mal für 5 Freunde in Rütte dann auch einen Malkurs macht. Seit 5 Jahren machen wir das. Und wir malen, wie er auch, objektlos. Aus dem Unbewussten, also nicht gewollt, Farb- und Formkomposition, sodass wir 50 bis 100 Schichten überlagern, von kalt nach warm, von hell nach dunkel, hell nach dunkler, sodass Farbräume entstehen und Muster entstehen. Und wenn du fertig bist mit dem Bild, dann kannst du auf das Bild jeden Tag gucken, du kriegst jeden Tag neue Informationen, die dein Unbewusstes Farbe und Form werden lassen wollte. Du kannst es auch drehen, dann ist es wieder neu. Das heißt, das Malen ist jetzt auch, ja, ist eigentlich auch eine jungsche Therapie. Diese Methode auch nutzen, die ergänzt jetzt das alles, was ich gesagt habe, indem du Informationen bekommst von deinem Unbewussten. Und zwar ganz wichtige Informationen, die du vorher nie bekommen hättest. Dann habe ich nach 50 Jahren wieder angefangen, Klavier zu spielen. Erst Klassik und jetzt Jazz. Neulich, als ich ein paar Whisky getrunken habe und in der Bar gespielt habe, in Potsdam im Hotel,
Da kam nach 10 Minuten der Barkeeper und hat dann gesagt, können Sie nicht ein bisschen leiser spielen, das haben sich schon ein paar beschwert. Also jetzt fange ich soft an. My Way und Hello und Forgive von Elton John und so. Und dann wird es dann immer heftiger mit Waterloo von ABBA und dann mache ich Boogie Woogie. Also du siehst, dass ich in meiner Zeit des Älterwerdens, und es sind alles Anti-Aging-Programme, ein ganzes Kaleidoskop von kreativen Tätigkeiten mache. Das Schreiben, das Reden, Bhutan als Projekt. Und ich habe dann noch ergänzend vor 7 Jahren mir überlegt, wofür stehst du eigentlich so in dieser Welt, was hast du besonders gut gemacht? Und besonders erfolgreich waren bei mir immer Transfers aus der Forschung in den Markt, in der Chemie. Und dann habe ich eine Stiftung gegründet, die Stiftung, die Meyer-Gallo-Stiftung für Wirtschaftschemie. Die hängt unter dem Umbrella der Gesellschaft Deutscher Chemiker, sodass die ganze Verwaltung machen. Ich habe auch schon namhaftes Kapital da eingezahlt, aber es ist eine sich selbst verzehrende Stiftung. Das heißt, jedes Jahr wird ein Preis ausgelobt und verteilt und verliehen. Der Preisträger kriegt 10.000 Euro. Und eine wunderschöne Plastik von einem Freund von mir, der Geist und Materie in weißem Plexiglas modelliert hat. Und das Interessante ist, der Preis wird vergeben für großartige Leistungen in der Innovation der Chemie, die für die Menschheit sehr wichtig sind. Und zweitens, die sehr nachhaltig sind im durchen Sinne, die das Leben lebendiger werden lassen. Also die erste Preisträgerin vor 7 Jahren war eine Forscherin von Bayer Pharma. Die hat ein Produkt entwickelt, ein orales Produkt gegen Blutgerinnung, als Ersatz für Heparin, eine Tablette, die man einnimmt. Und noch eine Frau. Das war die Lipobike-Krise bei Bayer und man wollte damals doch auch die Forschung in Wuppertal ziemlich eigentlich reduzieren oder einstellen. Und diese junge Chemikerkollegin hat mit 5 Laborantinnen immer weiter gekocht, immer neue Moleküle gekocht und die ganze Wissenschaftselite hat gesagt, das kann gar nicht gehen, wenn man sowas schluckt. Aber es hat funktioniert. Und heute ist das ein Blockbuster bei Bayer, das heißt Xarelto, machen 3 Milliarden Umsatz. Das war meine erste Preisträger. Da ging das immer so weiter, waren alles ganz tolle Preisträger. Und wenn, ich habe einen sehr, sehr hochkarätigen wissenschaftlichen Beirat, da muss dann eingereicht werden von den Firmen. Und die Finalisten, von denen wir glauben, dass sie großartige Innovationen gemacht haben, die besuche ich dann vor Ort und versuche zu verstehen, wie die Innovation zustande gekommen ist, wie lange es gedauert hat. Es fließt meistens über Intuition, nicht aus dem Kopf. Ich bin da immer hinterher zu verstehen, wie geht das so. Ich habe schon 3 gefunden, die gesagt haben beim Duschen. Für Intuition ist es eben ganz wichtig, dass du übst, den Neokortex auszuschalten. Das machen wir hier bei Tom Campbell ja auch. Also über eine Übung, den Neokortex auszuschalten und einfach deinem limbischen System, dem Thalamus, freien Lauf zu lassen für Kreativität. Und Intuition passt halt hervorragend auch zu Zen. Denn Intuition heißt intueri, sich nach innen wenden. Und wenn du dich nach innen wendest und nicht mehr denkst, dann bist du eigentlich im freien Raum. Tom wird sagen, dann bist du auf dem Being-Level und kannst Kontakt zu Larger Consciousness aufnehmen. Und dann kommen Bilder, Intuition. Die muss man aber auch sofort aufschreiben, sonst ist sie weg. Und ich verstehe Inspiration so, dass du dann diese Intuition einatmen musst und musst sie dir zu eigen machen. Dann ist es eine Inspiration. Und dann kommt der Intellekt. Und der fängt an zu vergleichen mit dem Wissen, was du hast, und stellt Fragen, Intellektreise, der eigentlich sammeln. Und dann entsteht eine Erfindung. Und dann entsteht daraus eine Innovation im Markt. Also das ist eigentlich die Kette, die ich immer wieder so zeige. Deswegen spreche ich öfters über Innovation. Ich soll jetzt einen Artikel auch schreiben für eine Chemiezeitschrift über Innovation und Bewusstsein. Habe ich auch hier bei dem Seminar Input bekommen. Digitale Process Digital Data Streams werden da kreiert. Also das ist eine sehr schöne Sache. Dadurch bin ich an der vordersten Front der Innovation. Ich bin mit jungen Forschern zusammen zwischen 30 und 50, also viel jünger als ich. Und lerne dabei und kann wirklich was tun, was für die Gesellschaft wichtig ist und kann zeigen, wie wichtig die Chemie ist, die da betrieben wird.
Den letzten Preis hat Clariant bekommen. Zufälligerweise passend zum Nobelpreis für Chemie, das habe ich aber nicht gewusst, der ja auch für enzymgesteuerte Synthesen verteilt wurde. Clariant, ein Team, hat ein Verfahren entwickelt, um aus Stroh Alkohol zu machen, über Biokatalyse. Man hatte festgestellt, das waren schon andere Forscher, dass Baumwollzelte in den Tropen irgendwann zerfallen, weil ein Pilz sich darauf legt. Und dieser Pilz crackt Zellulose. Das war die Ursprungsidee. Dann hat man das aufgenommen und hat dann diese Pilzsorten untersucht, die Enzyme untersucht, die Genkette sich angeguckt, teilweise auch eingegriffen mit CRISPR-Cas. Und diese Enzyme so strukturiert, dass sie für dieses Stroh aus diesem Land von dieser Provenienz besonders gut funktioniert. Oder Maisabfälle oder so weiter. Und die Abfälle von Stroh und diese Abfälle sind ein großes Problem auf der Welt. Da wird er verbrannt, da wird die Umwelt verschmutzt. Und da kann man dann, jetzt mit der Chemie mal gesprochen, über Biokatalyse mit diesen Enzymen, über C5, C6 Zucker, das sind also Zucker, die 5 oder 6 Kohlenstoffe enthalten, Ethanol machen, sprich Alkohol. Und der Zielmarkt ist Benzin. Also wir werden irgendwann wahrscheinlich auf E20 gehen. Und da gibt es schon eine 50.000 Tonnen Anlage und das fand ich ganz toll, weil wir vor einer großen Innovationswelle stehen. Wir kennen ja noch gar nicht alle Bakterien, alle Hefen, alle Pilze. Wir haben jetzt Technologien, um die gentechnisch so zu verändern, dass die Enzyme produzieren, die als Biokatalysatoren für Großanlagen geeignet sind. Die ganze Chemie wird sich ändern. Also in jeder Bodenprobe sind meistens noch Bakterien, die wir noch gar nicht kennen. Das sind ja Millionen, Milliarden als Fundus. Also das war ein ganz tolles Thema, was mich dann so begeistert hat nach dem Beirat, dass wir das gemacht haben. Und jetzt im März geht es halt wieder los. Das heißt, ich schreibe, ich rede, ich mache die Meyer-Gerler-Stiftung für Innovation, ich habe das Projekt in Bhutan und wir haben jetzt ein ganz neues Projekt in Bhutan. Also die Organisation heißt Pro Bhutan e.V., das ist der Freundeskreis. Und in dem Krankenhaus in Punaka ist uns aufgefallen, dass alte, pflegebedürftige Menschen auf den Gängen rumliegen und schlafen und keine Heimat haben, tagsüber in das gegenüberliegende Kloster gehen, in den Dzong und beten. Und dann kommen die abends wieder, werden verköstigt und liegen dann da rum. Und wir wollten schon vor ein paar Jahren ein Altenheim anbauen, aber da war damals die Regierung noch nicht so weit, uns zu folgen. Weil im Buddhismus ist eigentlich so viel Mitgefühl und Liebe, dass eigentlich die Familien sich kümmern müssten. Und es war wahrscheinlich nicht so gewollt, ein Altenheim öffentlich zu bauen und zu zeigen, es gibt bei uns auch, trotz cross-national happiness, eine Situation, wo die Alten auf der Straße liegen. Und seit 6 Monaten gibt es eine neue Regierung. Und da wir gute Kontakte zum Premierminister und zu den anderen Ministerien haben, hat er gesagt, go ahead, das finde ich gut. Und ich bin jetzt dabei, mit meinen Business Connections Geld zu besorgen, damit wir dieses Projekt machen können. Das kostet 300.000 Euro. Ich bin eigentlich sehr zuversichtlich, dass wir das schaffen. Und dann bauen wir das erste Altenpflegeheim im Königreich Bhutan, in einem der ärmsten Länder der Welt. Also das ist so ein ganzes Kaleidoskop, was sich auch wiederfindet, teilweise in dem Buch vor 5 Jahren, Leben im goldenen Wind. Aber auch jetzt in dem Buch Business Ethik 3.0. Und wenn ich so darüber spreche, fällt mir das auch wieder ein. Es ist also eigentlich nicht nur ein Ethikbuch, sondern es ist eigentlich ein Buch über den Sinn des Lebens und über das Wachstum des Individuums im Inneren. Weil Ethik und Moral kann ich nur dann leben, indem ich langsam da hineinwachse. Also ich bin schon der Meinung, man kann Ethik lehren und auch lernen, aber nur mit sehr bedingtem kleinem Erfolg. Also nach einer Ethikvorlesung glaube ich nicht, dass die Studenten ethisch und moralisch besser sind. Es ist ein langsamer Wachstumsprozess. Und deswegen gefällt mir hier auch, was Tom sagt. Du kannst Fragen stellen, die müssen aber zu einer besseren Situation führen. Nicht zu einer egoistischen Situation, wo du deinen Beitrag leistest für die Evolution. Und so ist es eben auch, dass ich eben aufführe, über welche Wege, ich hatte sie ja schon erwähnt, das Individuum so wachsen kann, dass sie immer ein bisschen mehr Jahr für Jahr ethisch und moralisch auf dem richtigen Weg sind und dann in eine reife Situation der Person kommen, dass sie gar nicht anders können in der Krisensituation, wenn Druck drauf kommt, dass sie ethisch und moralisch einwandfrei handeln. Und das ist ja von großer Bedeutung heutzutage.
Es geht nicht übers Kollektiv, hat C.G. Jung gesagt. Man kann nicht einem Kollektiv predigen, werdet ethisch und moralisch oder geht der Individuation nach. Es ist immer das Individuum, was sich ändern muss. Also wenn ich dann in der Wirtschaft arbeiten muss, muss ich mich um die eigenen Mitarbeiter kümmern, um das Individuum kümmern und Freiraum geben für innere Entwicklung, egal über welche Methode. Und solche Menschen muss man finden. Und ich habe jetzt mal bei einem Vortrag, Tom Campbell hat mich auch da inspiriert, aber auch andere Lehrer, im Schlusswort gesagt, ich kann mir Zeiten vorstellen, wo Firmen Mitarbeiter nach Bewusstsein einstellen. Da guckten schon alle ziemlich ungläubig. Es setzt natürlich voraus, dass der, der die interviewt, auch auf einer höheren Bewusstseinsstufe ist oder die Praxis hat, auf das Being-Level zu kommen. Also wenn man sich vorstellt, dass man Mitarbeiter sucht, besonders die Kreativen für die Innovation, von denen man feststellt im Gespräch, dass sie das schon geübt haben, dass sie deswegen viel mehr Ideen haben können, kreativer sind, auch mehr Resilienz haben in Krisensituationen, das sind die besten Mitarbeiter für die Zukunft. Kann ich mir vorstellen, vielleicht gibt es es schon bei manchen Firmen, dass die Zukunft eben so aussieht, dass man sich die Frage stellt, wo steht der eigentlich mit seinem Bewusstsein? Oder wie hat der Anschluss gefunden an Larger Consciousness System zum Beispiel? Also, die, die hier jetzt beim Seminar sind, wenn die das jetzt hören und sehen werden, dann werden die sagen, Mensch, so ein Seminar bei dem Thomas Campbell ist ja die ideale Vorbereitung für den Top-Job im Business der nächsten Zeit. Ja, das meine ich schon ernst. Ja, also das war jetzt erstmal eine ganze Menge, was mir so eingefallen ist in meiner Kette. Was ich jetzt noch ergänzen möchte, und du siehst, das sind alles Geschenke, die ich bekommen habe in meinem Leben, in meinen Lebensschleifen. Und jetzt habe ich ein ganz neues Geschenk bekommen, was mich auch sehr bereichern wird, was auch völlig unerwartet war. Ich bin also jetzt seit 1. Januar Präsident der Humboldt-Gesellschaft. Und in diesem Jahr wird Alexander von Humboldt 250 Jahre alt. Das heißt, wir werden Alexander von Humboldt sehr feiern und auch ehren und auch würdigen, nicht nur wir in Deutschland, in der Humboldt-Gesellschaft, sondern auch besonders in den 6 südamerikanischen Ländern, wo er 5 Jahre sich aufgehalten hat. Und ich bin ja da auch nur ein Student, es gibt ja hochkarätige Humboldt-Forscher, beschäftige mich natürlich jetzt sehr intensiv mit Alexander von Humboldt und stelle schon fest, da gibt es eine ganze Menge Ähnlichkeiten, warum ich den so mag. Ich habe auch Mineralien gesammelt, ich habe die Manganknollen da untersucht, ich habe mich für Bergbau interessiert, das, als Chemiker war das auch eine der ersten Aufgaben. Ich reise gerne durch solche Länder, mich interessieren die fremden Kulturen. Alexander von Humboldt hat sehr viele junge Leute, junge Wissenschaftler gefördert. Interessanterweise Justus von Liebig hätte ohne ihn in Gießen gar keine Professur bekommen. Das lerne ich jetzt alles. Und er hat eben auch schon Impulse gegeben, gerade auch für mich, wo ich sagen würde, das ist auch wichtig, das könnte er uns auch heute sagen. Und ich werde nun dann bei der Festveranstaltung dann im Oktober der Humboldt-Gesellschaft, wir machen 2 Jahrestagungen, den Vortrag halten über und ihn würdigen und habe mir überlegt, das kann ich nicht, ich werde kein Humboldt-Experte mehr werden, will ich auch gar nicht, aber ich halte den Vortrag über das Thema Alexander von Humboldt, 250 Jahre, Impulse zu Reflexionen für die heutige Zeit. Und die Impulse nehme ich jetzt auf. Verknüpft das natürlich mit den Erfahrungen, die ich gerade geschildert habe. Und wenn ich daran denke, dass Alexander von Humboldt gesagt hat, jedem Wissen geht stets ein Ahnen voraus, dann bin ich beim Thema Bewusstsein von Thomas Campbell. Also das Bewusstsein, was wir haben und was auch in unserem Wissen eingefärbt ist, mit unserem individuellen, begrenzten, egozentrierten, ratiozentrierten Bewusstsein, ist ja nur ein ganz limitierter kleiner Raum. Und das Ahnen, was er da geschildert hat, er ist nicht der Erste, der das gesagt hat, aber er hat es sehr positioniert, ist einfach ein Ahnen aus einer menschlichen Reife heraus, dass außerhalb dieses kleinen individuellen Bewusstseins noch ein großes Bewusstseinsfeld sein kann. Und ich könnte 20 Nobelpreisträger zitieren, die das genauso schildern. Also Heisenberg, Helgoland, Mitternacht, Gewitter auf Helgoland, da macht's Peng und da waren die Basics der Quantentheorie. Nicht durchdenken. Und Dürr, der Schüler war von Heisenberg, hat mir immer erzählt, Heisenberg hat immer gesagt, bei neuen Ideen nicht sofort benennen.
Lass es sein. Benennen ist schon bewerten. Hat Tom auch jetzt gesagt, nicht bewerten. Lass es einfach stehen. Komm, wir gehen spazieren. Oder ich spiele mal Klavier. Das heißt, das verstärkt dann noch die Kreativität. Lass es einfach frei sich entwickeln. Also das wäre so ein Impuls. Oder alles ist mit allem verbunden und verwoben. Ja, das ist spirituell. Er war kein Spiritueller, glaube ich, aber das ist spirituell für mich. Es ist auch über die Archetypen bei Jung zu erklären. Für Dürr ist das das Hintergrundfeld, aus dem alle Realität kommt, was er Wirklichkeit genannt hat. Heute hat Tom das auch erklärt, mit der Potentialität. Also Dürr hat immer gesagt, es gibt ein Hintergrundfeld, das ist leer. Das ist meine Erfahrung als Quantenphysiker. Das hat aber eine Eigenschaft und das ist die Potentialität. Und mein Lehrer Williges Jäger sagt, spirituell ist ein Potenzial. Das ist also alles gleich. Und aus der Potentialität entsteht immer in Bruchteilen von Sekunden Realität. Und Dürr hat unterschieden zwischen Realität, Res, das Ding, und die Wirklichkeit, wo es herkommt. Jetzt bin ich dann bei Larger Consciousness System und Process Data Streams, wie wir das bei Tom gelernt haben. Und dann entsteht eine Realität, da aber die eigentliche Realität die Daten sind und die Datenströme sind, ist die Realität, die entsteht, eine virtuelle Realität. Das ist für viele Leute sehr schwer zu verstehen. Aber das passt auch wieder natürlich zur ganzen Quantenphysik. Also das ist ein neuer Impuls, der jetzt auf mich wirkt. Ich werde jetzt also sehr viel mich mit Alexander von Humboldt beschäftigen. Wilhelm von Humboldt haben wir 2017 gefeiert. Das war ja der Bildungsphilosoph, der das Bildungswesen in Deutschland sehr beeinflusst hat. Die Schulen, auch die Universitäten. Aber jetzt ist Alexander von Humboldt dran. Und ja, da bin ich also völlig unerwartet angesprochen worden, gewählt worden. Jetzt bin ich also plötzlich Präsident der Humboldt-Gesellschaft. Es gibt noch die Humboldt-Stiftung. Das ist eine andere Institution. Das ist eine bundeseigene Stiftung, die Adenauer 1953 gegründet hat. Der erste Präsident war Heisenberg. Und die Humboldt-Stiftung verleiht Stipendien an ausländische Studenten in Deutschland für 2 Jahre. Also wirklich ausgesuchte Studenten. Da gibt es mittlerweile 29.000 Alumnis und Studenten. 29.000. Und die Alumni-Organisation schwärmt natürlich von dieser Förderung auch von der Bundesrepublik Deutschland. Das dritte ist das Humboldt-Forum, das zurzeit in Berlin im Stadtschloss entsteht. Man sieht das ja schon, ist ja schon ganz fantastisch. Das Humboldt-Forum. Da fahre ich nächste Woche hin und spreche mit dem neuen Intendanten. Und es ist ein bisschen schade, dass jetzt auch in den Medien und auch durch die ganze Diskussion über Raubkunst sich dieses Thema Raubkunst so über, wie ein Schatten über dieses Humboldt-Forum legt, weil jeder sagt, wo kommt das her, was ihr da ausstellt aus den ganzen Sammlungen da in Berlin. Das Humboldt-Forum hat eine ganz andere Aufgabe, nämlich zu zeigen, Forum zu werden für internationalen Kulturaustausch, ja, wofür Humboldt eben auch stand. Also das darf man nicht mit der Humboldt-Gesellschaft verwechseln. Wir sind klein, aber wir wollen wachsen. Und da wir das jetzt auch ins Netz stellen, ich freue mich für jeden, der also sich mit der Humboldt-Gesellschaft beschäftigt, auf unsere Website geht. Und wenn er Mitglied werden will, würde ich das sehr begrüßen. Wir brauchen dringend junge Mitglieder, die den Humboldtschen Geist in die Neuzeit transportieren. Und ich glaube schon, dass Alexander von Humboldt besonders, aber auch Wilhelm von Humboldt, der jungen Generation, die ja sehr oft auch heute orientierungslos sind, aus vielen Gründen, Dinge mit auf den Weg geben können, die für sie Orientierung bieten. Und dafür möchte ich sorgen. Also ich würde mich sehr freuen, wenn ich angesprochen werde von all denen, die mal irgendwann dieses YouTube anklicken. Ich interessiere mich für die Humboldt-Gesellschaft. Wie gesagt, das ist jetzt der letzte, neueste, die neueste Epoche, die mir geschenkt worden ist, wo ich jetzt was draus mache. Und du kannst dir sicherlich vorstellen, dass ich sehr oft mit Larger Consciousness System in Kontakt komme, um Ideen zu entwickeln und Antworten zu kriegen. Wie soll ich das jetzt führen? Wie soll das gehen? Was kann ich da machen, damit der Geist wächst, den wir dringend brauchen? Ja, das jetzt höre ich einfach mal auf. Okay, ja, vielen Dank erstmal dafür. Es gab heute eine Frage in dem Gesprächskreis mit Tom. Da hatte eine Frau gefragt, ging darum, wie sie sich am besten ihr neues My Big Toe Wissen einbringen kann in Unternehmen zum Beispiel. Und da hatte Tom halt gemeint, naja gut, man kann schon als Einzelner jeweils immer was bewegen, aber eben es gibt da eben auch diese Unternehmenskultur als Konstrukt, die halt da natürlich immer entgegenwirkt.
Und die beste Beeinflussungsmöglichkeit ist natürlich, denke ich, von oben, wenn quasi jemand, der an der Spitze von einem Unternehmen sitzt, quasi selbst sein Bewusstsein weiterentwickelt und dann von oben her diese Ideen einsteuert, als wie das irgendwer von unten das versucht. Deswegen die Idee wäre, hast du eigentlich schon Kontakt auch zu anderen CEOs, die vielleicht, nachdem sie jetzt dein Buch gelesen haben oder wissen, deine Historie kennen, die quasi jetzt auch nur so, ohne quasi genannt werden zu wollen, sagen, wir müssten mal so ein Netzwerk aufbauen, dass wir, die wir hier in Top-Positionen sind, aber uns im Moment noch nicht outen können als bewusste Menschen, quasi da so ein Netzwerk aufzubauen, hat dich da schon mal jemand kontaktiert? Ist das eine Idee, wo du sagen würdest, das macht Sinn? Also ist noch keiner auf mich zugekommen, aber ich kenne einige Unternehmer. Es ist auch im Mittelstand. Mittelstand gibt es auch Unternehmer, die schon auf dem Weg sehr gut sind, weil einfach der besitzende Unternehmer ganz anders denkt. Und es gibt Patriarchen, Patronen, die sind ätzend und es gibt welche, die sind sehr gut in diesem Zusammenhang. Es gibt auch in größeren Firmen gibt es. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen. Also es gibt aber einen CEO, der ist sehr anthroposophisch orientiert. Ich sag, ist wunderbar, ist ein anderer Weg. Ja, welchen Weg du gehst, ist egal. Hauptsache, man geht mit den Menschen entsprechend vernünftig um. Und nicht vernünftig ist der falsche Ausdruck. Ich sage mal, dass das Leben lebendiger wird in der Belegschaft und damit Kreativität aufkommt. Ich habe auch schon einen Jungianer erlebt. Der ist aber gescheitert, weil er es kommuniziert hat und schlecht kommuniziert hat. Also in Deutschland gibt es vielleicht in der Startup-Szene Menschen, die das verstanden haben, ohne dass sie wissen, was dahinter steckt und den Background zu haben wie wir, aber sie arbeiten einfach so. Es gibt in der jungen Generation eine große Sehnsucht nach einem völlig anderen Leben, wie ich gelebt habe. Du gehörst ja zur jungen Generation. Man nennt das ja dann Work-Life-Balance. Also ich spreche lieber von Life-Balance, weil Work-Life-Balance heißt immer so, Work ist schlecht, Life ist schön, Life ist abends, Wochenende, Urlaub, Ferien. Ich bin der Meinung, es ist die Aufgabe, sich so zu individuieren im jungen Sinne, dass man eine Life-Balance herstellt. Tom sprach ja auch heute von Balance in allen Bereichen. Dass eben arbeiten und nicht arbeiten und wie fülle ich meine Arbeit und wie fülle ich meine Freizeit mit sinnvollen Dingen, die meinem Leben Sinn geben. Ja? Und was ist der Sinn des Lebens? Dahinter muss man erstmal kommen. Und dann bin ich auf dem Weg, auch wirklich einigermaßen glücklich zu sein. Vielleicht auch so in Phasen. Oder wenn ich also in eine Krise komme, kann ich mich auffangen und werde auch mehr resilient. Ich glaube, das ist die neue Zeit. Der Sinn des Lebens ist für mich Durkheim definiert. Da muss man langsam sprechen, damit man es also auch versteht. Der Durkheim hat immer unterschieden zwischen unserem göttlichen Ursprung, er nannte das Wesen, und unserem weltlichen Ursprung, das ist das Ich-Bewusstsein, das Ego. Jung hat dann immer gesagt, zum Wesen, das kann man auch sagen, ist das Selbst. Also das Ego und das Selbst oder das Ich-Bewusstsein und das Wesen. Und das Wesen ist die Weise, in der das überraumzeitliche Sein in uns und durch uns manifest werden will in der Welt. Das ist identisch mit dem, was Tom sagt. Ja? Und das ist das, was Durkheim gesagt hat. Und was ist dann der Sinn des Lebens? Ja, der Sinn des Lebens ist, einfach in Übungen zu gehen. Anders geht es gar nicht. Wir machen ja auch Übungen. Um transparent zu werden für diese Transzendenz, egal wie du sie nennst. Deswegen sagt Durkheim, der Sinn des Lebens ist für mich, das unterschreibe ich voll, kann man vielleicht gar nicht besser ausdrücken, Transparenz für die immanente Transzendenz. Also jetzt mit Tom gesprochen, in Übungen zu gehen, dass ich transparent werde, dass ich weiß, da gibt es ein Being-Level, und es gibt ein Larger Consciousness System, kann ich ja auch Transzendenz nennen. Und es ist nicht ab und zu mal da, sondern es ist immer da, es ist immanent. Wir merken es nur nicht, wir spüren es nur nicht. Ja, wir haben die Flügel zwar, wir müssen die Flügel aufspannen, dass wir diesen goldenen Wind, wie ich ihn genannt, dass wir den spüren. Das sind alles Metaphors, wie Tom sagt, oder Metaphern, immer für den gleichen Inhalt. Und es geht der jungen Generation darum, ich führe da schon viele Gespräche, was ist mein Life Balance? Was sind die Prioritäten und was ist der Sinn des Lebens und wie kann ich den erfüllen und wie kann ich glücklich werden?
Natürlich gibt es in der Young Generation, früher war es Y, jetzt ist es Z. Dann gebe ich sollen die wieder alle ganz anders sein. Auch viele, die machen nur Highlife und Entertainment. Aber es gibt auch viele ernsthaft, die schon auf Wegen sind, um das ähnlich zu erfahren, was wir hier bei Thomas Campbell erfahren. Und das ist die neue Zeit. Es gibt ja in den USA diese Bewegung Wisdom 2.0, die basiert auf dem Buch von Sören Gordimer, das kam so vor 10 Jahren raus, Mindfulness and Compassion. Er hat dann ein Seminar veranstaltet, bis dann Google das entdeckt hat und hat gesagt, das ist das. Mindfulness and Compassion. Dann hat Google Thich Nhat Hanh engagiert als Berater und auch noch einen Zen-Mönch, den ich auch kenne. Und ich habe immer gefragt, warum machen die das mit Google? Aber die haben dann, ich habe einen habe ich mal gefragt, gesagt, ich mache das doch lieber, mach doch lieber da mit den jungen Leuten, auch wenn es oben noch nicht so ist, weil die machen auch irgendwann mal Karriere und dann wird auch die Firma besser und die Welt wird besser. Und das ist heute eine große Bewegung, weil du sagst, hast du das irgendwo schon gesehen? Es ist bei allen New Economy Firmen, und sind sie noch so sehr in der Kritik, ist Mindfulness und Compassion ein Ding, eine Leitlinie. Und damit kriegen sie auch die besten jungen Leute von den Elite-Universitäten rein für die kreativen Jobs. Und wenn wir daran denken, dass Google ja nicht nur die Suchmaschine macht, sondern sind ja auf allen Bereichen tätig, ob das jetzt Gesundheit ist oder Medizin oder Kommunikation oder Verkehr oder so weiter. Und an den Themen sind die jungen Leute beteiligt. Und es gab dann von Wisdom 2.0 vor 4 Jahren hier in Dublin in Irland die erste europäische Konferenz mit 600 jungen Leuten. Also die USA sind da 4000 Teilnehmer oft. Und ich habe die alle gefragt, warum seid ihr eigentlich da und was bedeutet das? Und dann habe ich auch die Frage an das Management von Google gestellt, ja, aber was wir hier machen, ist doch völlig was anderes, als was ihr da oben macht. Und ich habe auch Google nicht als very compassionate im Markt bisher erlebt. Das war eine schwierige Frage. Aber man glaubt es nicht. Es gibt drei Entwicklungen, die mich sehr hoffnungsvoll stimmen. Das eine waren 3000 Unterschriften von Google-Mitarbeitern letztes Jahr, dass die dem Management einen Brief geschrieben haben und gesagt, wir arbeiten nicht mehr an Militärprojekten. Ich weiß nicht, ob das gelesen ist. Das zweite war die MeToo-Debatte, die auch sehr lax geführt wurde bei Google. Da sind auch viele auf die Barrikaden gegangen. Die standen sogar auf der Straße. Und vor 6 Wochen habe ich in der Zeitung gelesen, dass also auch tausende von Mitarbeitern dem Management gesagt haben, an der chinesischen Suchmaschine machen wir nicht mit. Also eine rezensierte Suchmaschine, wie die chinesische Regierung das will, sodass also die gar nicht zu Wort kommen und nicht suchen können und kommunizieren können, die eigentlich doch anders sind, die so wie wir sind. Nur um da ins Business zu kommen, sagen Tausende von Google-Mitarbeitern, wir machen das nicht. Das ist die neue Zeit. Das sind die Wasserträger, wie C.G. Jung sagt, Wasser gleich Spirit. Die haben also den Spirit in sich. Und der Rest wird vielleicht auch folgen. Es dauert vielleicht noch ein paar Jahre. Und was man einfach wissen muss, ist, wenn man die Jungschen Imaginationen liest, der hat ja auch in seinem roten Buch geschrieben, die armen Generationen nach mir, die bedauere ich sehr. Wenn ich in die Zukunft gucke, ist das Apokalypse pur. Ich sehe nur Krieg, Krieg, Krieg. Und zwar in allen Bereichen. Ich sehe Magic. Black Magic und die Religion ist noch nicht da, die alles vereint. Und dann wurde er gefragt von einem BBC-Reporter, Professor Jung, what do you think, how long this apocalypse would last? Er hat gesagt, 600 Jahre. Wir haben jetzt 100 rum. Da müssen wir dran arbeiten. Okay, eine Frage noch. Wie schätzt du es ein, dass solche Skandale wie jetzt zum Beispiel bei VW oder auch zum. Das ist deins da oben, was da steht. Das ist für dich. Wie schätzt du die Skandale bei VW? Es gibt ja auch noch andere. Oder auch zum Beispiel die Tatsache, wie sich im Moment Trump als US-Präsident verhält. Vor dem Hintergrund quasi von der Bewusstseinsentwicklung ein. Denkst du, dass das auch einfach ein Teil ist, dass wir im Moment reif sind, dass gewisse Dinge sich nicht mehr verdecken lassen und dass gewisse Absurditäten jetzt so sichtbar werden, dass man sie einfach nicht mehr ignorieren kann? Hängt das auch mit einer Bewusstseinsentwicklung zusammen, würdest du das sagen? Also wir sind eigentlich in einem Cultural War, wie Jordan Peterson sagt.
der neulich ein Interview. Es gab ein Interview von einem Zen-Mönch über Carl Gustav Jung und Jordan Peterson. Das war sehr interessant. Und der Zen-Mann hat das also sehr auf den Punkt gebracht. So klar kann ich das gar nicht ausdrücken. Es ist ein Cultural War. Es ist die Apokalypse, die Jung vorhergesagt hat. Es ist das Ende des Fischezeitalters, wo alles aufgebaut wurde, jetzt im Wassermann-Zeitalter. Es wurde alles meistens von Männern aufgebaut. Die Sophia als göttliche Weisheit wurde begraben unter Beton und sonstigen Dingen. Das kracht jetzt auf, die meldet sich. Ja? Die göttliche Weisheit Sophia meldet sich, nicht nur über die Frauenbewegung. Männlich-weiblich wäre ja auch schon wieder Dualismus. Sagen wir mal, Weisheit ist verschwunden. Das hat schon lange gedauert und die christliche Religion ist ja auch 2000 Jahre alt. Davor gab es ja auch andere Religionen, die waren schon ganz anders. Und das zerbricht jetzt alles. Eigentlich ist die christliche Religion am Ende, die haben keine Antworten. Das heißt, es ist Zerfall angesagt von dem, was aufgebaut wurde, was auf fälschliche Weise aufgebaut wurde. Auch in Ethik und Moral ist ja die Kirche in einer Sackgasse gelandet. Die haben ja keine Antworten, die haben ja selbst mit sich selbst genug zu tun. Das heißt, in dieser Apokalypse, das sehe ich auch so, werden uns von wem auch immer, von einer Wirklichkeit, die wir nicht benennen können, Vollstrecker geschickt. Das sind dann die Trumps und die Erdogans und die Putins und wer auch immer noch so. In Mexiko, der Kollege hat uns gesagt, die hätten auch so einen da zur Zeit. Ja, es ist Zerfall, das ist also... Jung sagt, das sind die underlying forces des Zerstörung. Und wir sehen die Peaks. Aber unter der Erde oder unter Wasser läuft eine ganze Menge in Richtung Zerstörung, weil das muss vielleicht alles so immer so sein, wie in allen Abläufen, auch in der Evolution, es wird zerstört, damit Neues entsteht, wie in allen Kulturen. Wenn du an Ägypten, Griechenland, Rom denkst, immer der Aufbau, das Scheitern und alles nach dem gleichen Muster und keiner lernt von dem anderen. In der Phase sind wir und wir sind in Europa, das meine ich schon, auch wenn ich mir die ganze Entwicklung in der Politik, in der Wirtschaft angucke, Werte verschwinden, Vorbilder verschwinden, wo ist das alles? Auch deswegen die Sehnsucht nach solchen Führern wie Thomas Campbell oder Carl Gustav Jung oder vielleicht Neuen oder Jordan Peterson, der ja sehr viel Erfolg zurzeit hat. Große Sehnsucht gerade bei jungen Leuten nach Orientierung und Trost. Es ist Zerfall angesagt. Und ich bin auch der Meinung, nach meinen Erfahrungen, auch nach vielen Gesprächen, wir sind über unseren Höhepunkt in Europa hinweg, wir sind im Decline. Ob du dir Europa anguckst, was machen die Politiker aus unserem schönen Europa? Ob du dir die Eurozone anguckst, was daraus geworden durch die Gier und den Egoismus einzelner Länder, die das Geld da haben verschwinden lassen, keiner weiß wohin. Ob du dir Werte anguckst, ob du dir Bildung anguckst, also es ist Wilhelm von Humboldt, den ich ja auch sehr verbunden, was an den Schulen abgeht zurzeit. Es gibt Bildungsrichtlinien der OECD, die wurden 1962 vom Chicago Institute of Economics entwickelt. Das weiß gar keiner. Ich habe das recherchiert wegen meines Buchs. Und da steht drin, die Schulen sind verpflichtet, eine Bildung zu vermitteln, to produce human capital for the economy. Wörtlich. Das heißt, alles andere ist weg, verschwindet. Dann kommen die ins Studium, dann kommen die in die Wirtschaft und dann kollabieren die völlig, weil die nur Sachwissen gelernt haben. Ja, das ist ein Drama. Aber das Positive wurde ja auch schon in den USA geschildert. Und nochmal gesagt, leider sind es ja 50-50 Entscheidungen. Es sind ja auch beim Brexit 50-50 Entscheidungen. Das heißt, so ein ganzes Land wird gespalten durch solche Entscheidungen. Das Gute an diesen Entwicklungen und alles hat ja auch irgendeinen Sinn. Aber im Universum ist das Werden und Sterben das Universalgesetz, das haben wir hier auch. Das Gute darin, dass es natürlich große Gegenbewegungen auslöst. In den USA gibt es große Gegenströme und Gegenbewegungen für die Zeit nach Trump. Und in anderen Ländern vielleicht auch. Bei uns ist die Situation ja auch kritisch. Wir haben ja auch Situationen, Entwicklungen, wo wir gar nicht mit zufrieden sein können. Also ich bin der Meinung, wir sind über den Höhepunkt hinweg, wir sind im Decline in allen Bereichen auch. Und ich glaube fast auch, wenn ich mit vielen Leuten spreche, dass der Umkehrpunkt überschritten ist. Also ein Freund von mir hat das auf den Punkt gebracht, der sagt dann, der Drops ist gelutscht. Und das macht ihn dann auch ziemlich traurig.
Er zieht sich zurück wie Ernst Jünger, weil er sich mit Ernst Jünger sich beschäftigt hat. Es gibt ja immer Rückzug oder du bist auf dem Marktplatz und schaffst eine bessere Welt. Das versuche ich. Und es hat auch Wirkung, aber wenn es viele sind, hat es auch größere Wirkung. Ja. Und ich habe bei dem Seminar jetzt hier mit Thomas Campbell gerade vorhin mit dem Ralf am Tisch gesessen. Der hat mir mal erzählt, der kennt sich da ja sehr gut aus, was uns erwartet über KI oder über Deep Learning und KI mit kreativen Inhalten. Und der sagt auch, was bisher ja immer ein bisschen runtergekocht wird, in 10 Jahren sagt er, wird die Arbeit, so Zeitraum, 10 Jahre, wird die Arbeitswelt völlig anders sein. Es gehen Tausende von Jobs verloren, die sind auch für immer weg. Die kommen auch nicht mehr wieder. Das wird zu Verwerfungen führen in unserer Gesellschaft, in diesem Decline. Das kann man auch gar nicht mehr umdrehen. Das läuft in diese Richtung. Dass einmal man natürlich mit viel weniger Menschen das produziert, was wir brauchen. Dass wir darüber intensiv schon nachdenken müssen, Grundeinkommen vielleicht zu sichern für alle die, die nicht mehr arbeiten. Heute sind schon über 50% Transferempfänger in Deutschland. Das wäre dann noch viel mehr. Und die große Frage, die mich dann beschäftigt, vielleicht kriegt man das Geld verteilen denn noch irgendwie hin. Was machen die Leute alle, die nicht arbeiten? Ralf sagt, ja, das Beste wäre, wir würden die Arbeitszeit auf 4 Stunden pro Tag für alle reduzieren. Das wäre doch schon mal ein Move. Wie willst du das hinkriegen? Aber Oliver, was machen all die Menschen, die dann Zeit haben? Ja, dann machen die das heute, was auch Radio Zeit. Gucken Fernsehen, trinken Bier. Deswegen sind so Impulse, wie wir sie schaffen, durch Campbell, durch Meditation, durch andere Dinge, bis zum 2.0, die Sinn in das Leben bringen der Menschen, die mehr Zeit haben. Überlebensnotwendig für unsere Spezies. Und es ist ja überhaupt nicht gesagt, uns gab es ja vorher auch nicht auf der Welt, dass wir ewig hier sind. Wir zerstören uns vielleicht auf diese Art und Weise auch selbst. Also ich bin kein Pessimist, aber ich sehe die Realität. Und es gibt über KI und Industrie 4.0 einen riesen Schub an Arbeitslosigkeit. Und das passt dann zu der Zerstörung, die sowieso überall dann so läuft. Ja, und wenn ich mir heute vorstelle, ich war bei einer Tagung der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte, wo Alexander von Humboldt, einer der Hauptmatadore war in früheren Jahren, der hat da Sektionen eingeführt, Chemie, Physik, Biologie, Medizin, das war Alexander von Humboldt. Vorher haben wir eigentlich nur Naturforschung gemacht. Das Thema war Digitalisierung in der Medizin, der Biologie, der Chemie und der Technik. 4 Tage lang in Saarbrücken. Ich habe staunend gehört von den exzellenten Vortragenden, was alles schon fertig ist und in der Pipeline ist. Da machen Roboter in den Labors, in der Wirkstoffforschung bei Pharmafirmen Tausende von Versuchen im Labor, ohne Menschen. Ja. Die testen, ob der Wirkstoff für die Krankheit gut ist und dann verändern sie noch das Molekül und das geht alles ruckzuck. Ja, und dann lernen die noch gegenseitig. Oder wir haben einen Film gesehen über eine KI-gesteuerte Aluminiumwalzwerk in den USA. Das geht alles rasend schnell. Warum geht das so schnell? Weil durch die Möglichkeiten, die wir haben heute, die Algorithmen zu entwickeln und Deep Learning zu veranstalten, dass wir in der Wachstumsfunktion sind. Und wir sind jetzt in dem aufsteigenden Ast der Wachstumsfunktion. Vorher ging es alles ganz langsam. Wir sind in vielen Dingen eben in diesem aufsteigenden Ast der Wachstumsfunktion. Das heißt, das geht ganz schnell. Wenn wir zurückgucken, sagen wir, das war ja früher auch nicht so. Es geht alles ganz schnell. Das warst du ja auch aus deinem Gebiet. Und da kommen viele nicht mehr mit. Und das, was mich sehr bekümmert, ist eben auch, dass in diesem so materiell, egozentrisch, rational gesteuerten Impetus der Kontakt zur Seele verloren geht, was für Jung sehr wichtig war. Und wenn du den Kontakt zu deiner Seele verlierst, dann hast du den Kontakt zur spirituellen Dimension verloren, weil die Seele ist deine Führerin in die spirituelle Dimension. Körper, Seele, Geist. Mit Geist meine ich nicht Mind, ich meine Spirit. Das heißt, uns fehlt dieses Verbindungsglied zu der spirituellen, zur Transzendenz, weil wir den Kontakt zur Seele verloren haben. Und Kontakt zur Seele, wie findet man den? Den habe ich auch im Leben im Goldenen Wind geschrieben. Wenn wir schon nicht meditieren, dann sollten wir wenigstens versuchen, wenn wir im Wald sind, Achtsamkeitsübungen zu machen oder beim Malen, beim Tanzen, im Gespräch. Aber wer ist denn schon in einem Gespräch heute hochachtsam im Hier und Jetzt nur bei seinem Gesprächspartner? Die gucken ja schon immer links und rechts. Und die ganze junge Generation mit ihren ganzen digitalen Teilen, die fliegen aus ihrer Achtsamkeitsübung raus. Ja, den brauche ich nicht voll Bauch zu hauen, wie ich das gesagt habe, Dürkheim. Die sind völlig instabil, kommt der geringste Druck, kollabieren die alle. Psychopharmaka wachsen zweistellig.
Was ist das für eine Gesellschaft? Ja, der Drops ist gelutscht, ich habe den Eindruck, der Drops ist gelutscht. Und Hoffnung gibt es eben bei denen so Licht aufgegangen ist, wie vielleicht bei uns hier, bei anderen auch über anderen Wegen. Ich sehe auch, dass in Holzkirchen, wo da Williges ist mit seinem Team, ist alles ausgebucht, auf lange Zeit ausgebucht, die ganzen Seminare für Wachstumspfade. Aber das ist nicht genug. Das heißt, was hier angesagt ist, ist Resilience. Derjenigen, die noch nicht so weit sind, denen müssen wir helfen, aber so schnell können die gar nicht lernen. Es braucht ja ein gewisses intellektuelles Level, um so einen Weg zu gehen. Ja, wir scheitern ja schon manchmal, verstehe nicht, was der Tom uns hier erzählt. Und man kann nur versuchen, seinen Kindern das zu vermitteln. Ich bin froh, dass meine Kinder zumindest den Samen in sich haben, dass dann, wenn sie in Krisensituationen kommen, wie sie sich verhalten haben, in welche Übung sie einsteigen müssen. Ja? Die einen, also mein jüngster Sohn, der meditiert und der kennt auch C.G. Jung. Der Ältere hört dauernd Jordan Peterson und holt sich jetzt gerade von meinem gesammelten Werk von C.G. Jung den Band Nummer 12 über Alchemie, ja, und über Träume und Imaginationen von Jung. Also das sind ja sehr hoffnungsvolle Ansätze. Früher wollten die von mir nie was wissen. Also ich bin so der Vater, der dann mal den Kindern, immer die wohnen alle im ersten Stock, auf die Treppe alles gelegt hat, was sie lesen sollten. Da kriegten die so einen dicken Hals, die haben natürlich überhaupt nichts gelesen. Und jetzt fangen die an, interessieren sich dafür. Und das sind ja auch die, ich habe ja nie mir vorgestellt, dass ich Bücher schreibe. Meine Kinder haben mir gesagt, schreib doch mal ein Buch. Ja, jetzt bin ich plötzlich auch noch Autor. Ja, also das ist die Situation bei uns. Deswegen ist die Notwendigkeit für die Bewegung von Tom und von anderen auch, egal welcher Weg das ist, Hauptsache führt zu innerem Wachstum, der dazu führt, dass wir in der Außenwelt mit den Menschen, die da durch den Rost fallen, die nicht mehr weiter wissen, die keine Orientierung haben, dass wir mit denen anders umgehen, denen helfen können, Orientierung zu finden, im Kleinen wie im Großen. Und das ist unsere Aufgabe. Aber ich kenne auch einige, die machen Rückzug, ziehen sich zurück, weil sie verzweifelt sind. Das gibt es natürlich auch. Ja, das ist nicht so ein hoffnungsvoller Ausblick, leider, dieses Interviews. Aber ich kann hoffnungsvoll nur sagen und alle ermutigen, die so einen Weg gehen, ob das jetzt der Weg von Thomas Campbell ist oder ob das eine Meditation ist oder ob das Bogenschießen ist oder ob das Tanz ist oder Malen oder Klavierspielen oder Natur. Es gibt so viele Möglichkeiten, es kann sie alle nur ermutigen, egal wie alt sie sind. Und von mir kann ich nur sagen, du merkst das ja auch so im Interview, es ist das beste Anti-Aging-Programm für die, die nicht mehr im Beruf sind, um eben lange jung zu bleiben und kreativ zu bleiben. Und deswegen ist das Buch Business Ethik 3.0 nicht nur ein Ethikbuch, sondern eigentlich auch ein Lebensratgeber. Ich hoffe, dass auch die, die sowas suchen, das Buch dann finden. Gut, ja, vielleicht zum Ende noch eine hoffnungsvolle Sache. Und zwar, ich habe mich ja hier auch mit einigen schon unterhalten, die hier bei Tom im Seminar sind. Wir haben einen jungen Lehramtsstudenten hier, ja. Der ist fast fertig, wird jetzt, ich glaube, in 3 Monaten ist er dann Lehrer. Der unterrichtet an einem Internat, hat dort schon Meditationskurse angeboten, die auch ganz gut angekommen sind, primär allerdings bei den Mädchen, weniger bei den Jungs. Und er hat jetzt vor, an seiner Schule Tom Campbell Wissen weiterzugeben. Bin mal gespannt, wie das klappt. Er hat bei seinen Lehramtsstudentinnen, Kollegen 3 oder 4 weitere, die auch da Interesse dran haben an diesen Ideen von Tom. Ich bin mal gespannt, wie sie das schaffen, das umzusetzen. Da habe ich ihn halt auch schon gefragt, wie ist denn das? Ich meine, da muss natürlich dann auch dann die Schule mitspielen, wenn man solches Wissen unter die Schüler bringen will. Aber wenn das klappen würde, würde ich das eine sehr hoffnungsvolle Sache ansehen. Also das finde ich natürlich ganz toll. Die Methode von Tom Campbell hat eben den großen Vorteil, das sieht man ja auch hier an den Teilnehmern, es sind ja hier wesentlich mehr Männer als bei sonstigen Seminaren, die zu spirituellem Wachstum führen, das sind die Frauen in der Mehrzahl, dass wir mit Toms Erfahrung und Weisheit eine physikalisch-technisch-naturwissenschaftliche Einflussschneise haben, ja, denen wir Männer leichter folgen können. Als dass man sagt, mach das mal, in 20 Jahren merkst du vielleicht eine Veränderung und du musst einfach daran glauben. Hier kannst du ja ganz schnell durch die Binaural Beats und die Interpretation dann auch und die Guidance von Tom relativ schnell in den Zustand auf das Being-Level kommen. Das heißt, eigentlich für die Vermittlung dieser Inhalte durch einen Lehrer bei den Schülern
müsste es eigentlich ganz leicht gelingen, als wenn der mit denen nur meditiert und die merken vielleicht in 10 Jahren mal eine Veränderung. Das merkst du ja hier ganz schnell, ja, mit den Binaural Beats, dass du mit eben der Frequenz, Frequenzdelta von 4 Hertz in die Situation kommst, wo du eine ganz andere Qualität deines Lebens hast. Also deswegen ist das, für mich ist das sowas wie ein Fast Track. Ja? Ist nicht abwertend. Die jungen Menschen haben ja alle keine Geduld. Die haben auch keine Zeit, keine Geduld. Aber Drogen ist auch keine Lösung. Das ist schon gut, wenn wir sehen, dass Lehrer das in ihrer Schülerzahl verbreiten wollen. Ich hoffe nicht, dass die älteren Kollegen den dann bremsen. Bei den Firmen ist es so, ich habe auch schon Coaches erlebt, die haben gesagt, wir fangen da mal unten an im Mittelmanagement, aber es stirbt alles, wenn das Top-Management nicht mitmacht. Die Typen sind denen unheimlich, ich war denen ja auch unheimlich. Also das geht nicht, man muss sehen, dass man die Zielgruppe erreicht, die dann auch das beibehalten kann. Und am besten ist es eigentlich dann, das kann ich auch denen in der Wirtschaft sagen, die solche Wege gehen zu innerem Wachstum, macht es und sprecht nicht drüber. Und dann macht ihr euren Job ganz anders und viel besser und verbraucht viel weniger Energie. Und es gelingen viele Dinge, aber nicht dauernd drüber sprechen. Man weiß nie, wo die Gegner sitzen und die sind zahlreich in den Unternehmen. Also das ist mein Advice für die, die aus der Wirtschaft kommen. Praktizieren, nicht viel drüber reden. Schon gar nicht missionarisch sein. Den Fehler habe ich auch früher gemacht, den mache ich nicht mehr. Ich warte, bis mich einer fragt. Und das ist dann schon, dann wächst das. Ja, das ist ein gutes Zeichen. Ja, dann, Erhard, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für dieses Interview. Vielleicht habe ich jetzt viel zu viel geredet. Das ist okay, dafür war es da. Okay, danke Oliver, dass du die Idee hattest und ich habe das gerne gemacht. Und ich weiß schon gar nicht mehr, was ich alles erzählt habe. Das kannst du dir ja dann nochmal auf YouTube angucken. Ja, vielen Dank. Okay.